Hey Leute, aufgesattelt und aufgesessen zu einem neuen Stallgeflüster, zum letzten Stallgeflüster in diesem Jahr, denn heute ist der letzte Sonntag 2020. Ja, und ich habe mir gedacht, was eignet sich da besser als Thema, als mal zu gucken, was so an größeren Updates dieses Jahr in Star Stable rausgekommen ist, sprich Pferderassen oder auch sonstige Änderungen im Spiel am Spiel. Ja, ich habe das mal so ein bisschen aus den News rausgeschrieben, zusammengeschrieben und versuche das jetzt mal so ein bisschen wirklich so die wichtigsten Eckdaten zusammenzutragen. Es wird jetzt zum Beispiel nicht jedes Pferd in der Star Stable Horses App dazugehören, aber generell neue Überarbeitungen, neue Rassen und so weiter und so fort. Und Leute, ich muss ehrlich sagen, ich habe nicht schlecht gestaunt, als ich das jetzt aufgeschrieben habe und ich habe also mehr als einmal gedacht, was, so lang ist das schon wieder her? Also es ist echt krass. Den einen oder anderen Moment dieser Art werdet ihr bestimmt auch gleich mal haben. Ja, fangen wir, wie könnte es anders sein, im Januar an. Der Januar fing an direkt am ersten Tag. Direkt am ersten oder im zweiten Update? Nein, ich glaube im zweiten Update. Fängt ja gut an. Auf jeden Fall fing der Januar an mit, ja, damals dem Winterrennen, was reingekommen ist. Damit fing auf jeden Fall das erste Update an. Denn das eine Winterrennen hier mit den Schlitten, das war die ganze Zeit noch nicht drin gewesen, wegen irgendwelcher Probleme, die Star Stable da gehabt hat. Und die neuen zweiten Tinkerfarben. Denn kurz vor Ende des Jahres, letztes Jahr, kamen die neuen Tinker rein. Und direkt zu Beginn des neuen Jahres kamen dann auch schon direkt die ersten neuen Farben, auf die wir uns freuen durften. Ja, die Tinker, die habe ich auch ganz besonders ins Herz geschlossen. Mal sehen, vielleicht ziehen da noch mehr bei mir ein, ne? Ja, als nächstes, und da dachte ich auch, das wäre schon viel, viel länger her, die Vorpinter-Umgestaltung. Die Vorpinter-Umgestaltung an sich ist zwar auch schon deutlich länger her, aber der Marktplatz, sage ich jetzt mal, wo die ganzen Verkaufsstände stehen, der sah vorher nicht so aus, wie er jetzt aussieht. Und zwar haben wir da ja jetzt überall diese, ja, Lichterketten drüber und Pflanzen und so weiter und so fort. Das sieht richtig gemütlich aus. Und ja, das kam tatsächlich dieses Jahr im Januar. Und ich finde, das war eine gute Überarbeitung, eine positive Überarbeitung. Und das letzte interessantere Update im Dezember, im Januar diesen Jahres war das Vega. Das Vega, das war das kleine Zebra, das kleine Sony, das silbergraue Sony mit den hellblauen Augen. Das kam Ende Januar auch noch rein. Ja, kommen wir dann schon zum Februar. Was da alles reingekommen ist, das ist dann schon ein bisschen mehr, was sich da getan hat. Und zwar wurde als erstes das Gebiet rund um Firgrove überarbeitet. Also nicht Firgrove selber, sondern der Wald rund um Firgrove. Da sind auch die Rennen komplett verändert worden. Ich finde nicht unbedingt so positiv. Das sieht zwar sehr, sehr hübsch aus mit dieser Hütte, die wir da jetzt haben, aber die Rennen, die fand ich früher wirklich besser. Die waren früher mehr meins, da habe ich mich mehr drauf gefreut, die zu machen. Aber ja, das kam dann im Februar tatsächlich als erstes rein. Boah, Schlitten! Ja, und dann hatten wir eine große Herausforderung, für die wir dann einen Code, einen Key bekommen haben. Na, Key nicht, einen Code bekommen haben. Ich weiß gar nicht mehr, was wir uns da freischalten konnten. Auf jeden Fall hatte uns Star Stable die große Challenge gestellt, bis ja, innerhalb einer Woche 4,7 Millionen Rennen abzuschließen. Alle Spieler, die Star Stable spielen, mussten innerhalb einer Woche insgesamt 4,7 Millionen Rennen reiten. Und das haben wir geschafft. Natürlich, die Star Stable Community ist zum einen riesig. Sie liebt es, Pferde zu leveln. Zumindest viele lieben es, die Pferde zu leveln. Und entsprechend war das überhaupt gar kein Problem für die Star Stable Community. Und so bekamen wir dann auch unseren Code. Wie gesagt, ich weiß leider nicht mehr genau, was das war. War das Ready to Race, der Code? Ich weiß aber nicht mehr, was es gab. Da bin ich überfragt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann im Februar war es soweit, die Knappstrupper kamen rein. Wir hatten ja schon mal ein Pferd, was aussah wie ein Knappstrupper, sich aber Appaloosa geschimpft hat und früher bei Marley stand. Ich fand aber immer, das sieht aus wie ein Knappstrupper halt im alten Warmblutmodell. Ja, und dann kamen die Knappstrupper rein. Und bei mir ist auch einer eingezogen und ich werde es nie vergessen, dass
Mein Freund meinte, das sieht aus, als ob er die Windpocken hätte. Und deswegen ist das jetzt immer meine kleine Windpocke. Ja. Es gab damals viel Kritik an den Fellfarben, weil die Punkte nicht so angesetzt waren, wie sie normalerweise bei den Knappstruppern angesetzt sind. Mir hat eigentlich auch nur eine Farbe richtig gut gefallen und eine zweite ziemlich gut. Knappstrupper waren so ein bisschen, aber ich reite den gerne. Ich bin ja mein Knappstrupper habe ich ja auch vor einer Weile ausgelevelt, beziehungsweise auf Level 14 gebracht. Und das hat auf jeden Fall nochmal richtig Spaß gemacht. Und dann kam etwas rein, da kann ich tatsächlich selber gar nicht so viel zu sagen. Da kam dann nämlich die Sache mit Linda und Catherine ins Tagebuch rein. Hallo? Und das ist eine Sache, die kann ich hier oder könnte ich auf Dina machen, hier aber noch nicht. Und da ich ja die Story hier mit Tiffany jetzt weitererleben möchte, habe ich das bislang noch gar nicht gemacht. Das heißt, das werde ich noch erleben, das ist für mich dann nächstes Jahr komplett neu. Und mit dem gleichen Update kam dann auch das große Soul Rider Update für alle. Weil damals haben ja die Soul Rider letztes Jahr irgendwann ein grafisches Remake bekommen, sah viel, viel besser aus, aber noch nicht in den alten Story-Quests. Da hatten sie noch das alte Aussehen gehabt, was sie ganz zu Anfang und in Starshine Legacy gehabt haben. Und mit diesem Update Ende Februar gab es dann in allen Quests der Story das aktualisierte Soul Rider-Aussehen, sowohl für die Reiter selbst als auch für die Pferde. Ihr seht, im Februar war ziemlich viel los. Ja, März. Farah kam zurück und zwar für immer. Sie kam, um zu bleiben und hat sich mit ihrem Shop dauerhaft in Veildale niedergelassen. Die Knappstrupper haben neue weitere Farben bekommen. Das Seelenreiten, das neue, wurde eingeführt, was ich auch noch gar nicht kenne. Bin ich auch schon sehr, sehr gespannt drauf, muss ich sagen. Also im März das neue Seelenreiten und Umbra und Ayla sind eingezogen. Ayla habe ich ja selber auch im Stall stehen. Ich kann mich gerade gar nicht an den Namen erinnern. Ich bin ja immer so... Ich habe echt ein Problem mit Namen. Namensgedächtnis ist nicht das Beste. Auf jeden Fall kamen damit die zweiten, damals noch Urpferde, für dieses Jahr ins Spiel rein. Ja, der März ist damit relativ schnell abgehakt gewesen. Da kam zwar ja doch einiges inhaltlich, aber ließ sich kurz zusammenfassen. Ja, der April begann mit dem April-Scherz. Small Stable. Unsere Pferde wurden alle zu mini kleinen Pferden. Da wäre selbst das Falabella wie ein Riese neben vorgekommen. Auf jeden Fall war das super lustig. War, glaube ich, mit... Ja, also ich würde sagen, es war tatsächlich bislang mein Lieblings-April-Scherz. Doch, würde ich so sagen. Den fand ich irgendwie am coolsten von allen April-Scherzen, die ich bislang miterlebt habe. Die Starshine Ranch ist gekommen mit ihrer wunderschönen Umgebung, dieser tollen Aufmachung, noch nicht allen Rennen, die kamen dann nach und nach rein, die nenne ich jetzt aber nicht mehr alle noch einzeln, aber die Starshine Ranch ist ins Spiel gekommen und wurde da in Windeseile zusammengezimmert. Und passend zur Starshine Ranch hat auch das erste Pferd, glaube ich, der zweiten Generation sein großes Remake bekommen. Das American Quarter Horse hat ein neues Modell bekommen, was meiner Meinung nach wirklich ziemlich perfekt getroffen wurde. Es ist so toll geworden. Vielleicht hätte ich mir, so kräftig die Hinterhand von einem Quarter Horse auch ist, vielleicht hätte ich mir da so ein bisschen, das ein kleines bisschen schmaler gewünscht am Popo rum, aber ich finde es grandios. Ich finde es klasse. Ich habe jetzt gerade auch noch meine Quarter Horses auf 14 gebracht, alle beide. Ich finde das Quarter Horse spitzenmäßig. Ja, das kam dann im April. Der Mai hat eigentlich gar nichts großartig Spannendes gebracht, muss man leider so sagen. Außer weiteren American Quarter Horse Farben. Da kam dann der zweite Schwung. Ansonsten habe ich da gar nichts in den News gelesen, was jetzt so super, super special und interessant gewesen wäre. Deswegen habe ich das jetzt einfach mal weggelassen, ganz frech weg. So, hier klicke ich jetzt einfach irgendwas an. Ja, der Juni, was hat der gebracht? Campos und Telina, die Seepferde, sind reingekommen. Damit der nächste Schwung an alten Urpferden. Ich mache jetzt das mit, weil es sind ja keine Urpferde mehr. Die hießen mal Urpferde, jetzt aber mittlerweile ja nicht mehr. Ich glaube, ich reite direkt da hinten rüber. Wir machen das Rennen vor Pinter nicht. Ja, Campos und Telina kamen rein, haben mir tatsächlich gar nicht gefallen.
Also ich fand sie schon irgendwie interessant im Achalte-China-Modell, aber sie waren mir zu krass. Zu krass, sage ich definitiv ganz ehrlich. Das war nichts für mich. Midsommar. Das Midsommar-Event fing an. Natürlich, wir haben im Juni dann die Sommersonnenwende. Das heißt, Midsommar darf da natürlich nicht fehlen. Was war das? Wir haben das neue, überarbeitete englische Vollblut bekommen. Auch das hat sein Remake bekommen. Das hatte früher noch gar kein eigenes Modell gehabt. Das hat das Modell gehabt immer vom Warmblut. Von daher zum ersten Mal hatte das englische Vollblut sein eigenes Modell im Spiel. Und wir konnten dann mit Farah ab diesem Zeitpunkt noch mehr machen, als nur bei ihr zu shoppen. Denn Farah hat ihre... Pikachu hat ihre Werkstatt in Veildale eröffnet, wo wir dann ab sofort Kräuter sammeln konnten, um die Bewohner Jorviks mit, ja, nützlichen Dingen zu beliefern, die sie bei Farah bestellt haben. Sind wir schon in der zweiten Jahreshälfte, der Juli. Es gab neue englische Vollblüterfarben. Der Tag der offenen Tür kam zurück zum Jorvik-Stall. Und die Eselsuche ist ins Spiel gekommen. Bei der Eselsuche hänge ich auch noch ganz, ganz krass weit zurück. Deswegen weiß ich gar nicht, was es da noch so alles zu entdecken gibt. Das werden wir definitiv dann auch nächstes Jahr mal in Angriff nehmen. Ja, und das war das letzte Update des Julis. Der August brachte das neue Rennen beim Golden Hills Stall, was ich persönlich mega cool finde, aufgrund der tollen Hindernisse und wie es aufgemacht ist. Das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen, als das reingekommen ist. Und das reite ich auch wirklich super gerne. Also das ist für mich persönlich eines der schönsten Rennen im ganzen Spiel, auch wenn es total lang ist. Und ich eigentlich eher der Fan bin von kurzen Rennen, hat es mir das doch wirklich absolut angetan. Kann ich überhaupt nicht anders sagen. Und Lisas Zuhause. Wir haben die Quests bekommen zu Lisas Zuhause hier auf der Starshine Range. Auch die habe ich noch nicht gemacht, weil ich ja erstmal mit anderen Sachen weitermachen wollte. Das heißt, das werden wir auch im nächsten Jahr erleben. Aber die hat jetzt hier auf jeden Fall da hinten irgendwo, das ist ihr Haus. Bin ich auch schon gespannt drauf, wenn wir das erkunden. Und das kam auch noch im August rein. Der September hat nochmal ein bisschen mehr... Ich habe noch was im August vergessen hier. Das gibt's doch nicht, Mensch. Fast das Wichtigste finde ich persönlich im August, denn ich habe unheimlich lange auf sie gewartet. Die Mavaris sind ins Spiel gekommen. Ich glaube, das war eine der am meisten erwartetsten Rassen im ganzen Spiel. Alle wollten die kleinen Pferde, das heißt die kleinen Pferde, die niedlichen Pferde mit den gebogenen Sichelöhrchen haben. Und die kamen dann im August nach jahrelangem Warten endlich rein. Und sogar mit Special Tech, was wirklich nur sie tragen können. Die Zaumzeuge, die super verzierten, die wirklich rein nur für das Mavari tragbar sind. Das war das erste Mal und eine Premiere, dass es Zaumzeuge gibt, die nur auf eine einzige Rasse zugeschnitten waren. Ja, und dann im September kam, deswegen habe ich es gemerkt, dass ich es vergessen hätte, kam dann natürlich der nächste Schwung an Mavari-Farben und ziemlich spät für dieses Jahr auch das Strandfest mit Tim Hooper, bei dem immer alles so easy ist und voll entspannt und so, ne? Das kam dieses Jahr erst im September rein. Ich meine, das wäre sonst die Jahre immer früher gekommen, aber dieses Jahr war dafür Zeit im September. Dodger und Solas, die nächsten Urpferde in Anführungsstrichen, im Tinker-Stil, die mir aber eigentlich, muss ich ehrlich sagen, gar nicht gefallen, weil sie total plastisch und 3D-mäßig wirken sollten, glaube ich, mit diesen Rüstungen und Flügeln und Federn und sowas, aber irgendwie sahen sie nur aus wie in Paint angemalt, finde ich persönlich, ich weiß, das ist ein hartes Urteil, mir haben die beiden überhaupt gar nicht gefallen, weshalb auch keins von beiden bei mir eingezogen ist. Und es kam eine große Ankündigung, dass Star Stable bald mobile verfügbar sein wird. Mittlerweile ist es schon auf iOS, also auf Apple-Geräten, in einer Testphase, bei Android noch nicht. Aber da kam die große Information, hey, Star Stable wird auch auf Mobile-Devices wie Handys und Tablets spielbar werden. Und große Feier, Star Stable wurde 9 Jahre alt. Das ist schon wirklich ziemlich viel Zeit, die das Spiel mittlerweile am Buckel hat. Und ja, ich bin gespannt. Es ist viel passiert in 9 Jahren. Und ich bin gespannt, was im nächsten Jahr bis zum 10. Geburtstag noch passieren wird.
Und natürlich bin ich auch gespannt, was die vielen, vielen Jahre darauf noch passieren wird und wie alt Star Stable werden wird. Unendlich alt? Oder wird es irgendwann das Schicksal erleiden, dass die Server mal abgestellt werden, wenn es nicht mehr genug Interesse bekommt? Ich bin gespannt. Werden wir noch rausfinden. Ich bin auf jeden Fall dabei die nächsten Jahre. Ja, der Oktober. Die alten Urpferde werden nicht mehr Urpferde genannt, denn jetzt ist das Jorvik'sche Urpferd da. Dieses super flauschige, mega detailliert gearbeitete Pferd, was manchen nicht gefallen hat, mich zum Beispiel aber wirklich komplett vom Hocker gehauen hat. Ich liebe es. Ich liebe es total. Und ich freue mich auch schon total drauf, wenn die beiden dran sind mit Leveln. Da ich ja der Reihenfolge nach Level, muss ich mich dann noch ein bisschen gedulden, aber ich finde das Urpferd klasse und ich habe mich da total drüber gefreut, als es gekommen ist, obwohl ich nie damit gerechnet hätte, dass mich so eine Rasse so überzeugt, muss ich wirklich sagen. Dann folgte der H&M Grand Prix. Schade, muss ich wirklich sagen, dass der wirklich nur kurz im Spiel gewesen ist, denn der Parcours war Wahnsinn. Die Hindernisse, ich meine, die waren so gut gemacht wie noch kein anderer Parcours sonst. Also, Bombe. Ich hoffe, dass der nächstes Jahr wiederkommen wird oder irgendwann mal noch ein paar der Hindernisse Verwendung finden im Spiel. Weil den fand ich wirklich richtig cool gemacht. Ja, und dann Halloween mal anders. Dieses Jahr hat es sich Idris unter den Nagel gerissen, hatte den kopflosen Reiter eingesperrt und hat damit einige Probleme ausgelöst, denn auf einmal ist seine Party ein bisschen gesprengt worden. So Project X mäßig. Tja, das war auch eine interessante Sache. Ich fand's cool gemacht, muss ich sagen. Und ich fand's auch cool, dass wir dann den kopflosen Reiter hinterher doch noch befreit haben. Und die Quest fand ich auch sehr humorvoll gemacht mit den Antwortmöglichkeiten. Das weiß ich noch. Schnapp ihn dir und so. November! Wild Woods. Wild Woods ist reingekommen. Ein neues Teilgebiet, sage ich jetzt mal. Es ist zwar auch irgendwie ein neues Gebiet, aber es ist ein relativ kleines Gebiet, wo wir bislang noch nicht so viel Inhalte bekommen haben, aber wo noch jede Menge Platz ist, jede Menge Raum ist für viel mehr Inhalte. Denn das Gebiet ist doch sehr, sehr verwunschen und ich bin sehr gespannt, was uns da nächstes Jahr noch erwarten wird. Hoffe, dass uns da nächstes Jahr noch einiges erwartet. Lassen wir uns überraschen. Und der nächste Schwung Urpferde ist gekommen und ist dann entsprechend auch direkt nach Wildwoods gezogen, da wo sie eigentlich am besten auch hinpassen. Und zu guter Letzt der Dezember. Direkt im ersten Update kam das Winterdorf rein und mit dem Winterdorf zwar kein Schnee auf Jorvik, aber doch ein Rieseln, eine winterliche Stimmung und diese wunderschönen Nordlichter mit den Wintergrüßen als Aufgabe. Ein sehr, sehr gelungenes Update, finde ich. Wie gesagt, das Einzige, was mir jetzt wirklich noch fehlt, ist der komplette Schnee auf Jorvik und die alten Weihnachtsquests. Dann wäre ich wirklich happy. Das wäre der größte Wunsch, den mir Star Stable für Star Stable selbst erfüllen könnte. Oder einer der größten Wünsche. Es gibt eine oder gab eine neue, oder ja doch, gibt es immer noch, eine neue Werbt einen Freund-Aktion. Es hat lange, lange, lange Zeit pausiert und damit könnt ihr, wenn ihr jemanden werbt, der einen neuen Account erstellt, könnt ihr eine Eule bekommen, wenn er Level 10 erreicht und umgekehrt, er bekommt auch für die Level, die er abschließt, auch Dinge geschenkt. Daher habe ich zum Beispiel mein altes Werbt einen Freund-Set hier auf Tiffany bekommen, denn ich habe natürlich meinen Tiffany-Account damals mit Dina geworben. Im nächsten Update kam das Eis rein. Die Seen sind zugefroren hier auf Jorvik. Oh nee, das Schaf will ich jetzt aber nicht runterbringen. Ich mache lieber die Rennen. Die Seen sind zugefroren. Zum ersten Mal sind die Seen und Flüsse zugefroren. Das haben wir noch nie gehabt in Star Stable. Und es ist super praktisch, dass wir jetzt so mega schnell von Vorpinta nach Firgrove rüberkommen können, beziehungsweise umgekehrt. Denn wir müssen nicht mehr diesen langen Weg außen rum reiten. Wir können einfach quer über die Bucht reiten, was ich sehr, sehr cool finde. Dann kam das Friesen-Remake. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Der Jorvik'sche Friese ist eingezogen, heiß diskutiert, viel kritisiert. Im Endeffekt dann nochmal ein bisschen überarbeitet worden von Star Stable. Es gibt immer noch Kritikpunkte für mich, die habe ich in meinem Friesen-Kauf-Video auch, da habe ich drüber gesprochen. Könnt ihr euch ja gerne noch angucken, wenn ihr es noch nicht getan habt.
Aber ich bin schon froh, dass sie das ein oder andere überarbeitet haben. Damit hat der Friese definitiv schon mal einiges dazu gewonnen. Wie gesagt, er hat definitiv noch Kritikpunkte. Aber vielleicht bastelt Star Stable da ja auch noch ein bisschen weiter dran. Denn das haben sie zum Beispiel beim Trakehner auch gemacht. Denn da ist ja der Trab immer mehr verhunzt worden. Jetzt hat er die Gangarten vom Jorvikschen Warmblut. Und er hat zwar nichts Eigenes mehr, aber ich finde, das passt eigentlich relativ gut zum Trakehner. Und hey, Star Stable hat uns gezeigt, dass sie sehr wohl auch an fertigen Pferden noch arbeiten können, wenn man wirklich überhaupt nicht zufrieden damit ist, dass sie da auch auf die Spieler hören können. Von daher gucken wir mal, was beim Friesen noch passiert. Ja, und jetzt letzten Mittwoch, beziehungsweise für mich ist der Mittwoch noch in der Zukunft, ist noch ein neues Rennen reingekommen. Ich glaube, das ist das Pinguinrennen im Dinotal. Ich will nichts Falsches sagen, aber ich glaube, das könnte so sein, weil da sollte ja auch noch ein Rennen sein und da sind auch schon so Start- und Zielflaggen. Wie gesagt, jetzt, wo ihr das Video seht, wissen wir das schon. Ich weiß es jetzt noch nicht, da ich natürlich im Voraus aufnehmen muss, um ein bisschen frei zu bekommen. Aber das wäre dann das letzte Update für dieses Jahr 2020. Eigentlich ein cooles Jahr in Star Stable. Es hat sich sehr viel getan, wenn man mal so zurückblickt. Es war leider nicht so unheimlich viel für diejenigen, die schon fertig sind mit allen Quests. Also da wäre mehr Inhalt im neuen Jahr wünschenswert. Aber das, was reingekommen ist, hat Star Stable eigentlich fast alles sehr gut gemacht. Ja, das war Star Stable 2020, mein Jahresrückblick. Schreibt doch mal, was euch vielleicht noch gefehlt hat, zum Beispiel der völlig misslungene Chatfilter. Oder was war denn euer Lieblingsupdate dieses Jahr? Ich bin gespannt, kommt gut ins neue Jahr 2021, aber wir sehen uns ja jetzt noch ein paar Mal in normalen Folgen. Würde mich auf jeden Fall freuen und dann macht's gut, bis dahin. Tschüss! Thank you.